Hallo zurück zu einem neuen Teil von meinem Let's Play. Beim letzten Mal bin ich genau hier stehen geblieben und ich wollte heute 3 Diamanten raushauen, denn ich wollte einen Mining Turtle machen, der auch Obsidian abbauen kann. Also ihr habt ja gesehen, beim letzten Mal mit genau diesem Mining Turtle ist relativ nichts passiert. Also nicht viel. Ja, also nee, gar nichts. Nicht nur nicht viel. Ja, und deswegen wollte ich mir jetzt einfach einen neuen machen. Einen neuen Mining Turtle. So, und dafür brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir und das brauchen wir. Und Steine brauchen wir. So, und dann machen wir uns einfach gerade nochmal einen neuen. So, zum Glück geht das relativ fix mit meinem voll aufgeheizten Induktionsofen. So. Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Und dann... Moment. Wollen wir mal uns einen Computer herstellen. Der Computer kommt dann hier hin. Dann kommen die Eisenbarren, glaube ich, drumrum. Und war das auch wieder Redstone? Nee, war kein... Ich vergesse das jedes Mal. Was ist das denn? Was dann... Ach, eine Truhe. Ja, klar. Nee, macht ja auch Sinn, ne? Die Truhe dahin zu tun. Und schon wieder haben wir kein Holz. Unfassbar. Eisenbarren, Eisenbeinschutz, ja, schön. Aber nein, danke. Gut. Gut, also einen Turtle haben wir. Ja, und jetzt müssen wir uns also noch... jetzt müssen wir uns noch... unsere Spitzhacke herstellen. Dafür brauchen wir 3 von unseren 8 Diamanten. Das tut zwar weh, aber es führt ja keinen Weg dran vorbei. Wir müssen es ja machen. Gut, und dann haben wir also einen neuen Mining Turtle. Herzlichen Glückwunsch. So, dann legen wir das auch wieder beiseite. Obwohl, nee. So, Eisen kommt weg. Und das war's. Ja. Gut, Mining Turtle haben wir dabei. Dann gehen wir also wieder zurück in unsere Höhle, die sich ja hier irgendwie genau unter mir befindet, aber da habe ich noch keinen Zugang zu. Aber vielleicht kann das ja irgendeiner von euch dann wieder machen. Ich werde euch anschreiben. Also von meinem Vulkanversteck einen Abgang runter in meine Mine. Das wäre super. Da muss ich hier nämlich nicht immer überall rumlaufen. Ich meine, ich mache das ja gerne, aber... Also, weil ich finde die Treppe auch einfach echt entstylig hier. Und also meine ganze Welt finde ich schon echt schön geworden. Mit eurer Hilfe. Gut, dann sind wir also jetzt gleich unten angekommen. So. Hinunter. Wusch. Da sind wir auch schon. Und hier geht's auch runter, so. Aber was ich jetzt nochmal machen wollte, ich wollte... den Turtle, den wollte ich noch ein bisschen weiter schicken. Oder? Ja, komm, machen wir nochmal. Nochmal Tunnel, Höhe 3, Breite 4, Länge 20, Abstand 5 und los geht's. 240 Felder. So, du machst. Vielleicht kommst du ja dann noch irgendwann da aus, wo ich gleich eh schon hingehe. Dann muss ich nämlich nicht immer hin und her laufen. So, wir nehmen aber mal ein volles Paket davon mit. Pfeile nehmen wir uns auch mit. Ja. Also mein Mining-Programm, also ich kann es immer nur wiederholen, finde ich wirklich gut. Einen kleinen Fehler hat's. Das habe ich schon entdeckt. Verrate ich aber nicht. Und werde ich dann auch irgendwann bestimmt nochmal beheben. Aber so an sich ist das, arbeite da schon sehr zuverlässig.
So. So, da müsste ja mein Mining Turtle irgendwann auch hier rauskommen, ja. Da bin ich mal gespannt drauf, ob das denn passiert und wenn ja, wann und ob er dann auch verbrennt und so. Also, gut. Wir müssen jetzt aber dann natürlich wieder ein neues Programm schreiben. Dann editieren wir Obsidian. Redstone ist jetzt in meinem Fall einfach mal 64. Und jetzt machen wir es direkt richtig. Während Redstone also größer ist als 0, dann mache bitte Folgendes. Ja, wir platzieren das erstmal. Ne, erstmal wieder Slot 1 auswählen. Obwohl, brauchen wir das? Ne, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja nur das eine. Komm, dann lassen wir es weg. Also, Turtle. Place, dann warten wir 0. Komm, ne, warte mal, wie lange dauert denn das, bis das, ja, eine Sekunde warten wir. Turtle Place 1. Oh, Moment, ich höre hier gerade. Nicht, dass mir mein Turtle gleich hier alles weggräbt, der dann jetzt hier irgendwann rauskommt. Das wäre echt bitter. Naja, ist egal. Also, der wartet dann eine Sekunde. Dann gräbt er das Ganze wieder ab. Und dann machst du das so. Du Arsch, ich arbeite hier. Mann! Ach. Nur Stress mit den Angestellten, wa? Also, nochmal weiter. Also, dann wartet er 0,2 Sekunden und zieht von der Variable Redstone einen ab. Redstone gleich Redstone minus 1 und dann beenden wir das Ganze und jetzt nochmal gucken. Also, während das größer ist als 0, platzierst du das, ist klar. Wartest eine Sekunde, bis dahin sollte das in Obsidian verwandelt sein, dann gräbst du das ab, wartest 0,2 Sekunden und setzt dann wieder Neues, damit dann auch ja, das sollte eigentlich passen, ne? Damit dann in den 0,2 Sekunden sollte das nicht zu. Nee, das passt. Ja, gut. So, und dann beenden wir das Ganze. Safe Exit. So, dann probieren wir aber gerade noch mal aus. Was denn passiert, wenn wir das jetzt abgraben? Na, ihr habt's gesehen. Wunderbar, er gräbt mir das Obsidian raus, also so wie es sein soll. So, machen wir wieder raus. Gut, und dann starten wir. Ach. Und ihr seht, auf wundersame Art und Weise kommt jetzt hier ganz viel Obsidian rein. Mit so einem einfachen Programm. Herrlich, ne? Aber warum machst du das jetzt? Tja, irgendwie will die Lava nicht mehr so recht. Habe ich ein Latenzproblem? Kann das sein? Könnte natürlich sein, dass er jetzt aufgrund von irgendwelchen Schwierigkeiten hier nicht mehr, dass hier nichts mehr rausfließt. Und mal gucken. Ja, wird sicherlich irgendein Leitungsproblem sein. Aber es hat ja funktioniert, das haben wir ja gesehen. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 12 Obsidian. Reicht mir das denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr, ne? Na gut. Sei es drum. Wir können es jetzt irgendwie auch nicht ändern. Einen Versuch gebe ich mir noch. Ich setze hier gerade mal was rein.
grab das dann mal raus. Und dann gucken wir, was passiert. Nix. Ja. Das ist ja doof. Schade, schade. Ich habe jetzt auch leider kein Brennmaterial dabei, sondern hätte ich den jetzt hier rüber schieben können. Gut, wir lassen den erstmal hier stehen. Vielleicht fängt sich das hier irgendwann wieder. Und wir gehen dann mal gucken, was denn mein Turtle so macht. Also der andere, der jetzt da auf dem Weg war. Ja, das ist ja ärgerlich. Klappt da 12-mal gut und dann hört's auf zu fließen. Gut, so. Oh, da ist Lava. Da ist Lava. Lava ist nicht so gut. Das kann ja nur von der Seite kommen. Ach, deswegen, weil der... Ach so, ist ja klar. Wenn der dann seine ganze Lava nach hinten natürlich verliert, dann kann der ja auch nicht mehr nach vorne. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann fließt das natürlich nach hinten raus und nicht mehr nach vorne. Daran wird's gelegen haben. Böse, böse. Gut, das ist natürlich auch noch ein Optimierungsbedarf, den mein Tunnelbohrprogramm hat. Oh, wir haben Diamanten gefunden. Ha! Da wäre ich wieder fast dran vorbeigelaufen. Also das ist halt das, was mein Tunnelbohrprogramm noch ein bisschen besser machen kann. Es kann dann auch links und rechts prüfen. Das habe ich jetzt noch nicht eingestellt. Wurde mir aber schon gesagt, dass er das doch bitte tun sollte. Und spätestens jetzt haben wir gesehen, dass das sinnvoll ist. So, dann kommt das hier mal weg. Tja. Wie machen wir das jetzt hier am sinnvollsten, ohne dass wir jetzt von der Lava ertränkt werden? So. Ich bin ja immer prädestiniert dafür, in die Lava zu springen. Damit das nicht passiert. So, warte mal, hier müssen wir jetzt auch... Guck mal, hier sind auch Diamanten drin. Uhu. Hat sich schon gelohnt. Wir haben auf jeden Fall unsere Investition wieder raus. So, machen wir das hier erstmal zu. Perfekt. Haben wir denn noch irgendwie was, was schnell weggeht? Kies. Da haben wir doch Kies. Dann machen wir erstmal die Lava weg. Und dann machen wir einfach den Kies weg. Und wir wissen, dieser Turtle ist jetzt an sein Ende gekommen hier. Dann kann der gleich wieder zurückfahren. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Gut, lieber Turtle. Turn right. Go forward. Dann nochmal turn right. Dann gehen wir zwei Felder hoch. Und jetzt nach vorne. Felder, gute Reise. So. Ach komm, wo wir gerade hier sind, nehmen wir uns doch einfach auch mal die tollen Sachen hier mit. Füllen wir das einfach damit auf. Ja, also mein Tunnelbohrprogramm hat schon 4 Diamanten, nee, mehr sogar, 6 glaube ich, hatte das sogar schon gefunden. Ja.
Jedenfalls sehr sinnvoll, also so wie ich finde, ne? Während wir andere Dinge machen können, kann unser Tunnelbohrprogramm einfach schöne Tunnel bohren. Finde ich gut. So, komm, das Zeug nehmen wir auch mit hier. Gut, aber dann können wir gleich doch nochmal zurückgehen und unser Obsidian-Programm starten. Weil das sollte ja jetzt auch wieder funktionieren. Also es hatte da nichts mit irgendeiner, also mit Verbindungsproblemen zu tun. Nein, das hatte nur damit zu tun, dass die Lava lieber an anderer Stelle rausgeflossen ist. Kann ja keiner wissen. So, komm, nehmen wir auch mit. Also das Zeug ist echt Massenware, ne? Das gab es bestimmt irgendwo im Ausverkauf, als das programmiert wurde. So, dahingegen ist Kohle weniger vertreten. Und runter. Nehmen wir aber trotzdem mit. Oder gerade deswegen, ne? Gut, aber ich wollte ja doch ganz schnell noch rüberflitzen mit euch, dann, dass wir das Obsidian-Programm nochmal starten und dann haben wir auch genug Obsidian, um uns dann ein Netherportal machen zu können. Und dann in der nächsten Folge ganz wirklich haben wir es dann geschafft und sind im Nether. Es sei denn, ich schaffe das irgendwie nicht, ein Feuerzeug mehr herzustellen, dass wir das Netherportal anzünden können. Wieso läufst denn du nicht? Bist du wieder hier out of fuel. Jetzt hast du eine Kiste verbrannt, oder? Ach, ist egal. Komm, lauf. So, haben wir hier jetzt noch was, was wir mitnehmen können? Naja, komm, das holen wir später ab. Wir gehen dann jetzt erst einmal auch drüben gucken. Und das war's. Achso, du kommst gar nicht weiter, ne? Na, macht nix. Also dann, liebes Obsidian-Programm, arbeite bitte wieder für mich. So. Durch meinen provisorischen Tunnelschacht, den ich mir so hochprofessionell angelegt habe. Dann machen wir jetzt Folgendes. Zuallererst einmal dieses komische Monster hier tot. Und dieses dann auch. Ja, ja, komm schon. Gut, und wenn wir gerade dabei sind, diese zwei auch noch. Oder drei sogar. Mein Gott, kommen die denn alle her? Machen wir uns doch ein bisschen Licht. Da, die Fackeln. Ja, die springen alle von oben runter, ne? Komm, hier haben wir auch noch was. Das nehmen wir auch mal mit. Apatit. Ja, gut. Irgendwann werden wir auch das gebrauchen können. Genauso wie die ganzen anderen Materialien, die hier rumliegen. Und jetzt alle nicht mehr eingesammelt werden können. So. Gut. Jetzt stehe ich hier und frage mich, wieso machst du das? Also machst du es nicht im Prinzip? Tja. Ach, Leute. Oh, 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 oh. Ja, na dahin gehst du, weißt du? Du sollst nach hier vorne, sollst du dich entleeren. Verdammt. Was soll denn das?
Ja gut, dann halt nicht. Dann gehst du nach links. So, und dann startest du eben jetzt nochmal Obsidian. Okay. Turtle Select 1, damit du wieder den Slot von vorne auswählst. Dann beenden wir das. Und nochmal neu. Ach Kinder, jetzt mal im Ernst, das ist doch nicht mehr spaßig. Ja, gut, dann machst du es halt so. Ist ja im Prinzip auch egal. Ja, jetzt baust du das nach vorne, ne? Ich glaube, du spinnst ja wohl. Na komm, lösch dich mal. Ah. Das ist doch ehrlich diskriminierend hier. Gut, aber jetzt habe ich ja scheinbar irgendeine Lösung gefunden, wie es geht. Dann macht er das jetzt. So. Gut, wir haben jetzt definitiv genug Obsidian gesammelt. Hier kommen wir dann später wieder. Der Turtle, der kann erstmal da arbeiten, das ist ja egal. Gut, wir haben jetzt nach langen Schwierigkeiten doch endlich genug Obsidian gefunden, um uns beim nächsten Mal ein Netherportal herzustellen. Beim nächsten Mal deswegen, denn heute ist vorbei. Ja, macht aber nichts, denn ich komme ja wieder. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht in den nächsten Folgen dann unseren Zauberturm vielleicht ein bisschen weitermachen können. Da kommt ja dann später dann auch das Netherportal rein. Jetzt bauen wir es erstmal provisorisch woanders hin. Und wenn wir dann das gemacht haben und dann Glowstone-Staub gefunden haben, ja, dann können wir weitermachen. Dann baue ich mir meinen Recycler. Dann baue ich mir ein Jetpack. Und ja, eine ganze Menge mehr. Aber dafür brauchen wir halt Glowstone-Staub und den haben wir noch nicht. Also noch nicht regulär. Ich könnte jetzt hier die Dinger kaputt machen, aber das wäre geschummelt und das tue ich nicht. Also müssen wir warten. Dafür rennen wir noch nach draußen, hinüber in den Berg. Und hier fühlen wir uns dann fast wieder sicher und warten nur darauf, dass jetzt hier wieder irgendein böser Creeper kommt, der uns kaputt macht. So. Redstone kommt da auch noch rein. Hier, das kommt da auch noch rein. Obwohl, nee, Zinn, Konne hier, Eisenerz, da, das kommt da rein. Ja, gut, also das war's jetzt. Ich werde das dann jetzt ein bisschen wieder sortieren, sodass wir beim nächsten Mal wissen, wo wir sind. Also dann, das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.